zur Fotografie bin ich gekommen, letztendlich durch den Background, den ich habe. Ich habe schon immer gemalt, ich habe immer kreativ gearbeitet und vor 8, 9 Jahren habe ich mir dann endlich mal eine vernünftige Kamera gekauft. New York ist eigentlich die Stadt, mit der ich angefangen habe, 2008. Die Hälfte meiner Bilder sind improvisiert. Die entstehen durch zufällige Momente, die ich besser eigentlich nicht hätte planen können. Das Bild der Lonely Rider, ein Polizist auf dem Pferd in Manhattan am Times Square, ein Moment, den hätte man nicht besser planen können. Eine Stadt wie München hat ein ganz eigenes Flair, durch alte Gebäude, durch sehr tradierte Werte auch. Ich liebe die Oper, ich liebe die Maximilianstraße und ich suche in Städten oft auch die Ruhe. Dann fahre ich mit dem Fahrrad in den Englischen Garten, setze mich auf eine Bank und lasse meine Gedanken schweifen. Ich habe meine Bilder im Kopf sind sehr farbintensiv, haben ganz klare Kontraste. Selbst wenn ich sie dann am Bildschirm bearbeite und am Bildschirm sieht immer alles sehr gut aus, muss das Ganze natürlich auch entsprechend realisiert werden. Und dazu brauche ich die richtigen Partner. Und mit Chroma Art München habe ich einen Partner gefunden, der genau diese Farbigkeit, die Detailtreue, Tiefenschärfe wunderbar produzieren kann und auch in Größen wie 3x2 Meter. Ich habe meine Bilder sehr limitiert. Sie haben Auflagen zwischen 5 und 10 Stück. Dadurch möchte ich auch, dass die Bilder an Orten inszeniert werden, wo sie, finde ich, den richtigen Platz haben. Deshalb ist für mich die Auswahl der Galerien ein ganz wichtiger. So habe ich dann auch Sarah Kronzbein getroffen. Wir haben uns ausgetauscht. Ich habe ihr meine Bilder gezeigt. Ich kannte die Galerie Art Consult vorher schon. Und da stimmte die Chemie. Ich habe einen Plan, was bestimmte Orte betrifft. Das sind manchmal auch Klischee-Motive, die sicherlich oft fotografiert wurden. Aber ich fotografiere sie mit meinem Auge und bearbeite sie dann auch entsprechend, sodass dann diese Bilder oder dieser Ort einfach den Stempel von Johannes Weinzierl bekommt.